Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach einem denkwürdigen Spiel. 2870 Zuschauer beim 3:2-Sieg unseres TSV Steinbach-Heiger gegen Kickers Offenbach. Wir kommen zu den Statements der Trainer. Dafür habe ich auf meiner linken Seite Ersan Palatan. Hallo Ersan. Auf meiner rechten Seite Pascal Bieler. Und dem Trainer der Gäste gebührt natürlich das erste Wort. Erstmal natürlich Glückwunsch an den TSV Steinbach-Heiger zum 3:2-Erfolg. Ich denke mir, es war wirklich ein sehr, sehr interessantes und hochklassiges Regionalligaspiel, das dem Titel Spitzenspiel auch ebenbürtig wurde und zwei Mannschaften aufeinander getroffen haben, die ja, sich eigentlich nicht geschenkt haben und voll auf Sieg gespielt haben. Und vom Inhaltlichen her zum Spiel, wir haben 20 Minuten gebraucht, bis wir vom Anlaufverhalten her den Gegner ein Stück weit von unserem Tor auch weghalten wollten. Das haben wir in den ersten 20 Minuten nicht geschafft, aber ab der 20. Minute hatten wir dann gut Zugriff und hatten auch immer wieder Balleroberung im Zentrum, wo wir über Umschaltmomente natürlich für Gefahr sorgen wollten. Und ab da an, ich sag mal bis zur gelb-roten Karte, hat meine Mannschaft wirklich ein gutes Spiel gemacht, sehr kompakt verteidigt und immer wieder auch dann Nadelstiche gesetzt, sodass wir auch immer gefährlich waren. Und ich sag mal, der Knackpunkt war die gelb-rote Karte für uns und natürlich auch zum Ende des Spiels, dass irgendwo wir auch das Quäntchen Glück in den Momenten auch nicht hatten. Beim 2:2 letztendlich irgendwie selber uns den Ball abfälschen und immer länger wird. Aber nochmal, es war ein interessantes Spiel, ein gutklassiges Spiel, wo alle Jungs und alle Spieler auf dem Platz wirklich alles reingehauen haben. Und am Ende muss man auch ein fairer Sportsmann sein. Niederlagen gehören dazu. Deswegen nochmal Glückwunsch an den TSV Steinbach-Heiger, gesamtes Umfeld und natürlich auch den Staff und den Spielern. Vielen Dank dafür, Ersan. Pascal, deine Worte nach diesem Spiel. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel, ein Spiel mit Auf und Abs. Es war eine richtige Achterbahnfahrt. Ich glaube auch, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, dass wir bis zum Gegentor sehr gut in der Partie waren. Es waren die Standards und die Umschaltmomente, die immer für Gefahr gesorgt haben. Ansonsten hatten wir viel Ballkontrolle und sind mit einem 1:1 in die Halbzeit gegangen, was in Ordnung war. Am Ende hätte fast die Elfmetersituation das Spiel entscheiden können. Wir haben uns bei dem Elfmeter nicht so clever angestellt. Ich glaube, da müssen wir nicht runtergehen. Da können wir auch stehen bleiben, den Schuss blocken. Danach war eine Phase, wo wir ein bisschen ins Wanken geraten sind. Aber auch da haben die Jungs sich gegen gewehrt, sind dann selber zu einer Elfmetersituation gekommen, die wir dann verschießen. Und ich glaube, da dann nochmal zurückzukommen, weiter dran zu glauben, das hat die Mannschaft heute ausgezeichnet. Sie haben alles investiert, sie wurden heute belohnt dafür. Natürlich mit der gelb-roten Karte hatte man dann das Gefühl, jetzt geht sogar noch mehr. Ich freue mich einfach für die Jungs, ich freue mich für das Umfeld, dass wir am Ende das Spiel heute gewinnen konnten. Und von daher wünsche ich erstmal Ersan im UFC für die kommenden Partien alles Gute und freue mich aber einfach, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten. Danke. Ja, Pascal, auch dir vielen Dank für dein Statement. Wir haben ein paar Pressevertreter hier und ich frage mal, gibt es noch Rückfragen? Wir hätten auch ein Mikrofon, damit Sie heute im Stadion hören. Jawohl. Ja, Herr Palatan, Sie haben gesagt, es war ein interessantes Spiel mit vielen auch kniffligen Szenen und Situationen. Eine haben Sie jetzt gar nicht angesprochen, das hatte ich eben gemerkt, die allerdings Ihre Spieler sehr beschäftigt hat. Das war das vermeintliche 3:1. Da blieb die Fahne unten, ging dann auf einmal sehr, sehr spät hoch und es gab ein bisschen Unklarheit. Sie haben sich auch beschwert. Angeblich soll der Ball vom Gegenspieler gekommen sein. Insofern konnte es dann kein Abseits sein. Vielleicht nochmal zu der Szene kurz ein paar Worte. Ja, es war eine schwierige Situation, die muss man auch so anerkennen. Es hat halt lange gedauert, bis da eine Entscheidung gefallen ist und der Linienrichter hatte während des Tors oder zum Tor die Fahne unten, lange unten. Und dann, ich weiß nicht, was natürlich die Schiedsrichter untereinander besprochen haben über das Headset. Aber mir wurde halt erklärt, dass das keine freiwillige Situation oder eine Tendenz zum Ball gewesen wäre von Sören Eismann, weil der Ball bei ihm landet oder abprallt. Es ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Da muss man auch von außen auch das so hinnehmen. Mich hat es halt gestört, weil es halt so lang gedauert hat und ich irgendwo auch nicht wusste, ist das jetzt ein Tor oder kein Tor. Ich muss mal sagen, dass der Schiedsrichter natürlich eine schwierige Partie zu leiten hatte. Sehr intensive Zweikämpfe, physisch zwei gute Mannschaften auf einem guten Niveau.
Letztendlich kann man sich jetzt hier stehen und sich über den Schiedsrichter beschweren. Das Spiel ist jetzt vorbei. Ich finde, er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht und in 50-50-Situationen das ein oder andere Mal aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, eher diese 50-50-Situation für Steinbach gepfiffen. Aber das wäre jetzt das Haar in der Suppe suchen und das wollen wir nicht machen. Ja, wir gucken dann auf uns. Das soll nicht den Sieg von TSV Steinbach-Haiger schmälern. Gibt es noch eine Rückfrage? Ja, gibt es noch? Dann noch mal eine Frage, glaube ich, zu der Situation. Platzverweis war, glaube ich relativ klar. Braucht man nicht viel drüber reden. Trotzdem die Konsequenzen. Sie haben jetzt mit Sebastian Zielinski einen Innenverteidiger verloren, aus dem etatmäßigen Duo, sage ich mal. Jetzt mit Jason Breitenbach noch einer. Wie schätzen Sie jetzt aktuell die Situation ein? Es kam Jakob Zitzelsberger kam jetzt rein, aber viel ist ja dann eigentlich nicht mehr da. Ja, das ist leider so, das ist richtig, aber das müssen wir kompensieren, das werden wir auffangen innerhalb unserer Mannschaft. Wir werden jetzt nicht zaubern können und irgendeinen Innenverteidiger herzaubern, das geht nicht. Wir müssen das Vertrauen den Spielern geben und auch intern dann halt gucken, wer eventuell diese Position denn noch begleichen kann bzw. spielen kann aus unserem jetzigen Kader und aus unserer jetzigen Mannschaft. Und deswegen gilt es da nicht zu jammern und irgendwo mit Tränen zu fließen, sondern eine Entscheidung zu treffen für einen und demzufolge auch hinter diesem Spieler zu stehen. Es wird noch geschrieben. Gibt es noch eine Frage? Okay, dann vielen herzlichen Dank an, wie gesagt, 2870 Zuschauer. War, denke ich, eine super Atmosphäre hier bei uns in Haiger. Ersan, dir und deiner Mannschaft eine gute weitere Saison, guten Heimweg. Pascal, unserer Mannschaft und dir natürlich auch noch eine gute weitere Saison. Und jetzt, denke ich mal, ist es legitim zu sagen, feiert TSV-Fans, heute haben wir uns das verdient. Macht's gut!